Hallo und herzlich willkommen zur Folge 152 des Computer Club 2. Schon die zweite Sendung in diesem Jahr 2015 und ich meine, irgendwie rast die Zeit. Es gibt so viele neue Themen, wir könnten eigentlich 2 Stunden oder 4 Stunden Sendung machen, aber wer will die ganze Arbeit machen? Schaffen wir einfach nicht. Wir haben aber Themen ausgesucht. Und zwar einmal geht es um hier eine Zeitschrift. Wer macht diese Zeitschrift? Wie funktioniert sie? Für wen ist sie? Wir haben ja den Herausgeber schon mal in der Sendung gehabt. Und jetzt wollen wir noch mal dahinter die Kulissen gucken, mal sehen, was passiert. Dann ist der Heinz Schmitz wieder dabei. Der hat eine neue Uhr mitgebracht, die will er uns vorstellen. Ich bin mal gespannt. Ich kenne sie noch gar nicht, aber hinterher weiß ich mehr. Und Felix Buschbaum, da wollen wir mal in die Zukunft gucken, ohne Kristallkugel. Wir wollen einfach sehen, was gibt es Neues dieses Jahr, was haben wir zu erwarten an Spielen. Frank Ersling, du hast auf der Brust schon stehen, worum es geht, Return. Du willst also nicht zurücktreten, sondern du willst in die Zukunft marschieren mit deiner Zeitung. Fünf Jahre, ich muss dir erstmal gratulieren. Vielen Dank. 5 Jahre so eine Zeitung herauszugeben und quasi in Eigenregie mit ein paar Redakteuren, die eigentlich freie Mitarbeiter sind. Ja? Genau, alle freie Mitarbeiter. Alle freie Mitarbeiter, da gehört ganz schön was dazu. Muss man ein bisschen verrückt sein dazu, um so ein Ding zu stemmen? Oder? Enthusiastisch vor allen Dingen. Also diese 17 Redakteure. Kurz vor verrückt. Ja, weiß ich nicht. Diese 17 Redakteure sind halt so fleißig an diesem Magazin beschäftigt, mit ganz viel Freude, einfach weil jeder seinen Part mit viel Liebe macht, in Verbindung mit der Liebe zu Retro-Gaming und Retro-Computern. Mhm. Retro-Computern. Du hast hier Demostücke mitgebracht, da wollen wir gar nicht groß drüber sprechen. Aber wenn du mir sowas hier herstellst, dann fange ich einfach an zu labern. Entschuldigung. Natürlich. Halt bitte mal deine Zeitung. Der Commodore, also CBM, früher hießen die Dinger von denen, ja, die sahen fast genauso aus, hatten ja der letzte dann auch so eine Tastatur, am Anfang so eine kleine Mickey-Maus-Tastatur. Früher hießen die PET, das durfte dann nicht mehr genannt werden. Da gab es eine deutsche Firma, die hat gesagt, nee, der Name ist mein Liebling und den dürfen sie nicht haben. Dann haben sie CBM umbenannt in Commodore Business Machine. Das ist jetzt der 8032. Wenn ich mich so recht entsinne, ist das eigentlich die 5. oder 6. Version von diesem Ursprungs-PET, die da rausgekommen ist. Das war ja eine ganz interessante Geschichte. Jack Puttle hat damals an dem Prozessor mitgewirkt, den MOS 6502, so hieß die CPU, so heißt sie auch heute noch, und hat dann ein Einplatinsystem herausgebracht, diesen KIM 1, und darauf ist der PET aufgebaut worden, und das ist dann der Ur-Urenkel davon. Also ein Gerät, was 81 so etwas auf den Markt kam, der hat damals gekostet so um die 2.900 D-Mark mit der Speicheraufrüstung. Wenn man dann von der Grundausführung von 16 Kilobyte verdoppeln wollte auf 200 Kilobyte, ja, ich habe mich nicht versprochen, verdoppeln wollte auf 32, dann hat man fast nochmal den Preis des Geräts draufgelegt. Den hier, Bontwell, vom Namen her kenne ich ihn. Ich habe ihn nie in der Hand gehabt. Das sieht aus wie ein erster tragbarer Computer. Aber tragbar sind ja eigentlich alle. Aber der hat keinen Griff und keinen Akku. Ich muss mich mal damit befassen. Jetzt, wie geht er auf? Nach vorn. So, sieht ja ganz gut aus. Ist für die damalige Zeit praktisch gewesen. Aber ich kann leider nicht viel dazu sagen. Hier von Texas Instruments, der TI-99A. Ihr Strich 4A natürlich. Den gab es erstmal ohne A und dann mit A. Da hat man die Prozessoren geändert. Man ist auf einen billigeren, nicht so leistungsfähigen Prozessor gegangen, hat ein A dahinter gemacht. Weiß nicht, was das heißen sollte. Der ist nicht so im Markt angekommen. Dem fehlten so einige Eigenschaften, wichtige Sachen. Was man hier zum Beispiel nicht konnte, man konnte aus BASIC heraus keine Maschinenprogramme in den Speicher schieben. Peak und Poke fehlte ihm, wenn die Leute wissen, was ich meine. Und das hier, der Amiga 2000, das war ein Rechner, der von Commodore auf den Markt gebracht worden ist. Amiga 1200. Dann hat Commodore aber Insolvenz angemeldet und dann gab es den erstmal ein Jahr nicht mehr. 2 Jahre war auf dem Markt. Und dann hat Escom das übernommen, hat ihn quasi unverändert weitergebaut. Aber nach 2 Jahren waren die auch fertig. So. Genau. Wunderschöne Geräte. Also damit zu spielen, zu arbeiten, mal zu erfahren, wie das war, das macht Spaß.
Ist es eigentlich das, was eure Leser an eurer Zeitschrift da so interessiert? Also einmal ist es selbstverständlich die Zeit von früher, dass man sagt, man erinnert sich mal wieder. Auf der anderen Seite, das ist der Sinn oder der Grund, warum es uns schon so lange gibt. Viele besitzen diese Computer tatsächlich heute noch und möchten natürlich Neuigkeiten hören, dass noch etwas passiert damit. Und es wird halt auch heute noch viel damit gemacht. Es wird zum Beispiel neue Software, wir haben hier mal so ein paar Sachen aufgestellt. Das sind neue Spiele. Das sind alles ganz neue Spiele. Neuentwicklung für alte Computer. Ganz genau. Mhm. Und das Tolle hier dran zum Beispiel ist, dass die jetzt auch wirklich auf Cartridge rausgekommen sind. Das heißt, die Herstellung von diesen Spielen ist sogar noch sehr kostenaufwendig und trotzdem lohnt sich das für den Macher, weil die Community halt diese Spiele auch auf Cartridge zum Sammeln haben möchte. Mhm. Und was machen die Leute? Die bekommen eine Zeitschrift von euch, wo viele Erfahrungen abgebildet sind, was andere damit gemacht haben, was ihr selbst rausgefunden habt. Und was heute noch passiert. Und das ist ja das Wichtige. Also wir reden in der Return kaum von früher. Wir haben zwar ein bisschen Nostalgie, aber wir reden auch viel von heute. Und es wird halt sehr viel noch gemacht. Das ist ja nun mal jetzt eine Sache. Mhm. Es wird darüber berichtet, dass jemand ein neues Spiel herausgebracht hat, dass es das zu kaufen gibt. Es wird darüber berichtet, dass Menschen mit Computern, mit alten Computern sich treffen. Es passieren sehr, sehr viele Treffen. Es passieren Börsen und Ähnliches. Und das sind alles Informationen, die es in der Return zu lesen gibt. Treffen sich bei diesen Treffen mit alten Computer alte Menschen oder Nein. sind da auch junge? Nein, ja, das ist wirklich das Interessante. Also es sind sehr, sehr viele sehr junge Leser, also Menschen, die jetzt, sagen wir mal, die Geburt des Computers selber nicht erlebt haben, weil sie jünger sind, die dann erst später dazukommen. Und das ist das Interessante an der ganzen Sache, dass sehr junge Menschen, ich nenne jetzt mal eine Zahl, unser jüngster Leser ist 13 Jahre alt, auch Abonnent, und dass der halt wirklich sich mit Computern beschäftigt, die um das Doppelte alt sind wie er. Und trotzdem weiß er viel darüber und beschäftigt sich damit. Mhm. Wie kann man das eigentlich verstehen? Was ist das für ein Reiz, wenn jetzt ein junger Mensch kommt mit einem Computer, der doppelt so alt ist wie er? Warum fängt er damit an? Der kann doch mit seinem Dattelfon heute viel mehr machen als mit so einem Gerät. Ich meine, was ich für einen Spaß daran habe, ist klar, alte Erinnerungen und so weiter. Wenn ich an Apple denke, wenn ich an PET 2001 denke, so kommen so viele Sachen. Mhm. Aber ein Junger, dem fehlt das. Wie geht er daran? Die Faszination des Minimalismus. Also das ist eigentlich so, das haben wir darauf mal beschränkt. Also wenn man jetzt ein modernes iPhone benutzt, das hat so viel Speicher, das kann so viel. Wenn aber jemand heute noch für einen C64 oder für einen Atari 800XL ein Spiel produziert, muss er sich wiederum mit dem Computer an sich beschäftigen, mit dem Minimalismus, mit der Speicherbegrenzung, die ja in Bereichen liegt, die ja um ein Viertel kleiner sind wie ein normales JPEG-Bild heute auf dem Rechner, mit 32 oder 64 Kilobyte. Und die jungen Menschen finden genau das nach wie vor faszinierend, dass dann am Ende doch ein Spiel dabei rauskommt, was Spaß macht, und beschäftigen sich wirklich auch damit, warum funktioniert das? Ja, wenn man das mal richtig sachlich betrachtet, sind diese alten Computer ja genau das Gleiche, was wir heute haben. Nur heute sind sie schneller, höher getaktet, natürlich, haben mehr Speicher und haben grafikmäßig eine höhere Auflösung und mehr Farben. Gut, der hier hatte gar keine Farben, da hatten wir Farben. Aber dann natürlich auch. Mhm. Aber im Grunde genommen, es ist ja eine lineare Entwicklung gewesen. Es gibt nichts Neues heute in den Computern, denke ich mir mal. Ja, natürlich. Also ich meine, gut, wenn man jetzt an die Spielekonsolen denkt, die entwickeln sich natürlich immer weiter und die Spielekonsolen verbessern die Grafik immer weiter. Natürlich, es gibt dafür auch einen Markt, aber wie gesagt, hier ist der Markt wirklich beschränkt auf die Technik, dass man sagt, ich habe nur diese Technik und ich muss schauen, was ich da raushole. Und das ist halt auch der Grund, warum es uns gibt, dass wir darüber berichten, was die Leute heute noch damit machen. Wenn mir jetzt jemand von unseren Zuschauern oder Zuschauerinnen den Mund wässrig gemacht haben, wie fängt man an? Wo kann man so etwas noch kaufen? Kann man das auch noch bezahlen? Oder habt ihr vielleicht so Anzeigen oder so Tauschbörsen dabei? Ja, das haben wir nicht, weil begehrte Geräte natürlich schneller weg wären, als die Anzeige im Magazin wäre. Nein, also es gibt schon Geräte, die wirklich im sehr erschwinglichen Bereich liegen. Ich nenne jetzt mal eine Zahl, 20 bis 50 Euro. In dem Bereich kauft man sich einen C64 mit Floppy, vielleicht sogar mit Monitor. Es gibt natürlich Computer, die extrem selten sind, die auch vielleicht schon längst verschrottet wurden, leider.
leider Gottes dementsprechend heute selten zu kriegen sind. Man kann sehr günstig einsteigen. Man kann auch einfach auf diesen Treffen auch mal ohne Hardware kommen und sich das Ganze einfach nur mal anschauen. Das heißt, es gibt regionale Clubs oder sowas? Genau, es gibt Vereine, zum Beispiel, es gibt einen ganz großen Atari-Verein in Deutschland, der halt eben regelmäßig so etwas macht. Die Treffen, die Termine stehen auch alle hier drin. Wir berichten immer über die aktuellen Termine. Ich muss die Zuschauer mal reingucken lassen, wenn man sich das ansieht. Das Ding ist wirklich sehr hochwertig. Irgendwo vergleiche ich euch immer mit uns. Wir sind ja auch quasi ein paar Hobbyisten, die so verrückt sind, Fernsehen zu machen. Ihr macht hier eine hochwertige Hochglanzzeitung mit unglaublich viel Informationen und gar nicht so viel Blabla, wie ich in mancher anderen Zeitschrift finde. Diese Zeitschrift habe ich versucht, bei uns zu kaufen. Ich finde nur im Internet, kann zum Download und ähnliches. Ich würde die gern auch irgendwo in normalen Zeitungsladen kaufen. Das wird es bald geben. Also wir haben bis jetzt aufgrund unserer Vorgehensweise, dass wir halt nicht mit einem Verlag an das Ganze rangegangen sind, sondern dass wir das halt alles selber finanzieren, haben wir jetzt 5 Jahre lang halt dieses Magazin so hergestellt, dass man es halt nur abonnieren kann oder direkt über eine Webseite bei uns kaufen kann. Wir werden allerdings ab dem Jahr 2015 tatsächlich in den Einzelhandel gehen, in den Handel gehen, da natürlich auch erstmal auf Flughafen und Bahnhof beschränkt, aber trotzdem ist ab 2015 ist es möglich, uns im Bahnhofshandel oder im Flughafenhandel zu kriegen. Prima, freue ich mich drauf. Frank, herzlichen Dank für den Besuch. Weiter toll, toll, toll. Für die nächsten mindestens mal 5 Jahre. Dankeschön. Und dann finde ich auch die Zeit, wieder die alten Schätze da auszugraben. Danke. Schönen Tag. Ne? So, dann schauen wir mal, was der Heinz, der hat keine alten Schätze, oder? Nein, nein, nein. Ich kann nur sagen, was die Uhr geschlagen hat. Ich habe hier eine sogenannte Smartwatch. Die habe ich jetzt im Moment noch am Arm. Ich nehme sie gleich mal ab. Das können wir auch direkt machen, dann sehen wir eben nur die Vergangenheit. Denn die kann mittlerweile einiges mehr als der Vorgänger. Wir hatten ja im September schon mal die LG G-Watch da. Und das ist jetzt der Nachfolger, die G-Watch R, für R wie rund. Sie sieht eher aus wie eine normale Uhr, auch wenn man jetzt mal auf das Zifferblatt schaut. Falls es nicht gerade dunkel wird, sieht es schon aus wie eine normale Uhr. Natürlich gibt es dann wieder vorinstallierte Zifferblätter. Schade ist, dass sie immer ausgeht. Wir können ja mal schauen, was es da so gibt. Sie sehen, der hat ein 1,8 Zoll Display, ein rundes Display mit aktiven, also Plastik-OLEDs. Deswegen eine sehr, sehr gute Farbwiedergabe. Das war das Zifferblatt, das ich eingestellt hatte. Und das ist schon wieder weg. Man soll nicht so viel reden. Diese neue Uhr, diese G-Watch R, hat zwar mittlerweile einen größeren Akku drin, der so 410 mAh, hält so 1 bis 1,5 Tage, aber trotzdem versucht man natürlich Strom zu sparen, und wenn nichts mit der Uhr passiert, wenn man also nicht drauf guckt, dass sie kippt oder sowas, dann schaltet sie natürlich direkt wieder aus. So, jetzt wollen wir mal schauen, weil wir vielleicht mal eine seriöse Uhr draus machen. Das hier ist ein schönes Zifferblatt. Jetzt sieht sie aus wie eine normale analoge Uhr. Ich habe jetzt hier mal eine analoge Uhr, die ist natürlich, gut, das ist jetzt so eine Weltzeituhr, die hat natürlich noch ein bisschen mehr Spielereien drauf. Die anderen Sachen, die natürlich ist, man muss dazu sagen, die ganzen Uhren gehen natürlich nur immer mit einem passenden Handy, das also Android 4.3 haben muss. Und in dem Fall habe ich hier so ein LG G3 dafür. Mittlerweile hat er jetzt hier versucht er gerade die Spracherkennung anzuschmeißen, aber das wird jetzt nicht gehen. Denn was ich rede, kann ich nicht sagen. Denn er hat auch dieses Okay Google, also die normale Spracherkennung drin. Und die funktioniert auch recht gut. Was die R auch hat, ist zum Beispiel, jetzt sieht man hier zum Beispiel einen Puls. Ich hatte also eben, als ich das aufgezeichnet habe, einen 72er Puls. Denn auf der Rückseite befindet sich hier eine Pulserkennung, also ein Sensor, der den Blutdurchfluss am Arm misst. Und der ist recht überraschend genau. Das Ganze ist natürlich mit einem Prozessor ausgestattet, mit einem Snapdragon, einem 1,2 GHz Prozessor, hat einen Arbeitsspeicher von 4 GB, in dem man lokal Daten ablegen kann, und hat nochmal 500 MB Arbeitsspeicher drin. Und was dazu kommt, das Metallgehäuse hier, das ist IP67, ist also dicht. Weitgehend
Spritzwasser geschützt. Ja, und dann gibt's eben die Apps dafür. Jetzt muss man das Handy wieder anmachen. Das geht hier schön mit Touchcode. Dann kann man auch sehen, dass, wenn man das richtig macht, man den Puls, den ich hier soeben hatte, auch auf das Handy übertragen kann. Das müsste man denn hier nochmal sehen. Abstarten. Dann habe ich hier die gleiche Darstellung. Das heißt, die beiden sind über Bluetooth verbunden und tauschen auch die Daten miteinander aus. Bluetooth ist in dem Falle notwendig, denn das ist an sich der Zentralrechner, das ist der Zweitbildschirm. Eine andere Sache, die ganz lustig dabei ist, der hat, wenn man das Wanderzifferblatt einstellt, hat er auch einen Kompass, ein Höhenmesser drin, einen Kompass drin, also die üblichen Sensoren, die man so heute hat. Allerdings der Kompass, der ist nicht ganz perfekt, den muss man schon mal nachstellen. Und dann muss man das Ding so rumschwenken und dann geht es wieder. Eine andere Sache ist zum Beispiel, hier ist eine Wetter-App drauf. Da kann man dann sehen, wie spät es ist und wie das Wetter verläuft. Im Moment ist es kalt draußen, das lohnt sich nicht. Und was es dazu gibt mittlerweile im App Store, also im Google Play Store, falls der Rechner geht, gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Apps dazu. Naja, das war natürlich sicher. Na. Es gibt sehr viele Apps dazu, wenn man das richtige Passwort nimmt. Entschuldigung, ich muss das mal eben wegbringen, das kann ich jetzt nicht sehen. Denn es bildet sich um dieses Android Wear, auf dem das Ganze ja basiert, bildet sich mittlerweile eine Community, die ganz viele Apps dafür programmiert, vor allen Dingen Zifferblätter, aber auch sowas hier wie Wetter, wie Kompassfunktionen, Navigationsfunktionen. Und damit hat man ein funktionierendes Teil. Und also ich persönlich finde, die sieht recht gut aus. So. Aber das ist ja nicht zum Spielen. Das, was der Felix dabei hat, das ist zum Spielen. Ja, ja, war es ja Felix. Grüß dich, Felix. Ich überlege die ganze Zeit, was ist eigentlich, das ist ja jetzt eine Uhr, die man an die Hand macht letztendlich und die überträgt das auf das Handy. Wenn ich die jetzt an den Fuß irgendwo mache, brauche ich dann einen Fussi? Entschuldigung. Vielleicht mal ein Versuch mehr, du. Felix, wir wollen versuchen, in die Zukunft zu schauen. Was wird sich dieses Jahr tun an Spielen? Was kommt neu? Was wird abgedatet? Was ist da? Du hast den Überblick, fang an. Ja, also ich meine, wir hatten ja schon ein sehr turbulentes Weihnachtsgeschäft eigentlich mit ganz, ganz vielen AAA-Titeln, die dabei waren. Da waren ein paar neue Sachen dabei, da waren ein paar neue Versionen von älteren Titeln, die wir schon kennen. Und auch für 2015 ist halt sehr, sehr viel angesagt. Und vielleicht können wir mal, ich habe ein paar Trailer dabei, einfach mal die auf den Monitor geben. Mhm. Dann können wir mal schauen. Also ich habe mal so zwei, drei Titel jetzt rausgesucht. Ich lasse hier mal den ersten Trailer laufen. Also ein Spiel, das kommt jetzt Ende März. Das nennt sich ganz einfach, schlicht und einfach Project Cars. Es handelt sich um ein Autorennspiel, um es mal böse zu sagen. Es handelt sich natürlich im Grunde um eine Autorennsimulation, die so ein bisschen in die Richtung von Gran Turismo oder auch dem aktuellen Drive Club gehen möchte. Alles, was wir hier sehen, ist Ingame-Grafik, die auf PS4, Xbox One und PC zu sehen sein wird. Es wird auch noch kräftig an dem Spiel gefeilt. Wie gesagt, ursprünglich war schon mal ein Release für den letzten November angesetzt. Der ist verschoben worden, jetzt auf Ende März. Das Spiel ermöglicht dir, dass du in verschiedensten Ligen antrittst, ob du nun Tourenwagen fährst, Formel 1 fährst, ob du auf Kart oder auf kleineren Rennserien dein Glück versuchen willst. Und du kannst diese ganzen Serien halt unterschiedlich auswählen. Du kannst dich auf eine Serie konzentrieren, du kannst sie alle spielen. Natürlich gibt es auch hier unterschiedlichste Wetterbedingungen, unterschiedlichste Tag- und Nacht-Rennbedingungen im Spiel. Das Ganze hat natürlich auch einen Multiplayer-Modus, in dem soll es dann entsprechend auch Events geben, also Wochenend-Events beispielsweise, an denen ich dann offiziell in Ranglisten, die weltweit gelten, dann gegen Spieler antreten kann und da Punkte sammeln kann. Und was ein ganz nettes Schmankerl ist, also das System wird nicht nur Oculus Rift unterstützen, sondern auch das entsprechende System, was Sony gerade für seine PlayStation entwickelt. Das heißt, ich kann dann auch mit einer PlayStation 4 mit der entsprechenden VR-Brille vor der Konsole sitzen und mich dann wirklich ganz in meinem Rennwagen fühlen. Und ich glaube, spätestens dann sollte ich mich in meinem Wohnzimmersessel anschnallen. Gut, dann müssen wir dann Sicherheitsgurte dafür vorstellen. Wenn ich mir diese Sachen hier ansehe, mir fällt es manchmal schwer zu erkennen, dass es eine Simulation ist. Das sieht fast schon aus wie ein echtes Bild, wie ein reales Bild mit einer Kamera draußen im freien Natur aufgenommen.
Ja, also bei ganz, ganz vielen Neuentwicklungen ist es einfach wirklich auch so. Also was da an Texturen abgeht, das ist also heute auch nicht mehr zu vergleichen mit den Spielen, mit denen selbst ich auf dem Amiga angefangen habe. Und, gut, das war die Nummer eins. Das war die Nummer eins. Wir springen mal weiter zur Nummer zwei, der Island Flight Simulator. Ich springe hier mal gerade ein bisschen rein in den Trailer, ein Stück nach vorne. Das ist jetzt eine, das heißt zwar Simulation, aber ich würde beinahe sagen, es ist ein bisschen ein Arcade-Spiel. Also es ist nicht zu vergleichen mit dem Microsoft Flight Simulator, der ja auch sehr, sehr detailliert ist und sich auch primär an Profispieler wendet, sondern hier haben wir eher wirklich ein Arcade-Spiel, bei dem ich in die Rolle eines Bush-Piloten schlüpfe, der in einem virtuellen Atoll mit drei verschiedenen Maschinen, die ausgelegt sind für verschiedene Transportmöglichkeiten, ein Dutzend verschiedene Inseln ansteuert und dort entsprechende Transportmissionen übernimmt. Und dabei gibt es natürlich ganz normale Aufträge, wo ich dann Zucker oder andere Güter transportiere, die auf diesen Inseln gebraucht werden. Es gibt natürlich auch dann Aufträge, die sind vergleichsweise lukrativ, die sind allerdings dann meistens nicht ganz so legal. Und da muss man halt dann immer ein bisschen abwägen. Will ich jetzt ganz, ganz schnell ganz, ganz viel Geld verdienen, muss aber dafür dann aufpassen, dass ich mich vielleicht nicht erwischen lasse und bei der Landung dann gegebenenfalls festgenommen werde oder meine Maschine durchsucht wird, ja, weil ich dann eine Fracht unterwegs dabei hatte, die vielleicht nicht ganz so erlaubt war. Und das Ganze ist angelegt auf ein Endlosspielprinzip. Es sind ungefähr 100 verschiedene Missionen und Aufträge im Spiel drin. Das heißt, also bis ich die abgearbeitet habe, ist eine Menge Holz. Und natürlich kann ich auch jederzeit wieder von vorne beginnen. Ich kann zwischen diesen drei Maschinen auswählen. Ich muss diese Maschinen betanken, damit mir auch unterwegs der Sprit nicht ausgeht. Und das ist, sag ich mal, durchaus windet sich auch ein bisschen an Gelegenheitsspieler. Mhm. Ist jetzt nicht unbedingt für den Flugprofi und auch von der Steuerung her. Also es ist einfach relativ eingängig und macht eigentlich jede Menge Spaß. Das Produkt soll jetzt schon relativ zeitnah, also Anfang bis Mitte Februar erscheinen, wird es jetzt leider nicht für die Konsolen geben, sondern ausschließlich für den PC erstmal. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, sowas mal auszuprobieren. Ich bin nicht der Spieler, das wissen alle, aber ja, schöne Sache. Schöne Sache, genau. Also ich finde es auch, es macht Spaß. Ich habe in die Beta schon mal reingespielt, also ist, glaube ich, eine ganz lustige Sache. Jetzt springen wir mal eine Runde weiter für Leute, die es vielleicht gar nicht so mit Rädern und mit Fliegen haben und die viel lieber sagen, ich hätte gerne eine ordentliche Fantasy-Story, ich möchte ein bisschen knobeln, ich möchte ein bisschen rätseln, ich möchte was Lustiges an meinem PC erleben. Das ist der Titel The Book of Unwritten Tales 2. Das ist die Fortsetzung des logischerweise namensgebenden ersten Teils, sowie den Zwischenpart, der sich die Viehchroniken nannte. Also es gibt schon zwei sehr erfolgreiche Spiele, insofern ist es eigentlich Part 3, wenn man es streng nimmt. Ein wirklich Fantasy-Abenteuer, auch durchaus für Kinder geeignet, zumindest für die etwas älteren Kinder. Es gibt sehr, sehr viele Rätsel, die es zu knobeln gibt. Es gibt eine wunderschöne Musik und eine wunderschöne Grafikkulisse insgesamt. Die Spielstunden ist ungefähr auf 20 bis 25 Spielstunden angesetzt, je nachdem, wie gut man im Knobeln halt ist. Es sind sehr, sehr viele, in der deutschen Version, sehr, sehr viele Synchronstimmen drin von bekannten Hollywood-Schauspielern. Also man hat beispielsweise die deutsche Stimme von Angelina Jolie dabei, man hat Antonio Banderas dabei, George Clooney, Daniel Craig, Leonardo DiCaprio, die man dann also in dieser Fantasy-Welt wiederfindet quasi. Und es gibt auch im Spiel sehr, sehr viele Anspielungen, beispielsweise auf Herr der Ringe, Game of Thrones und die Scheibenwelt etc. pp., Harry Potter, also wer sich, sag ich mal so, in diesem Bereich so ein bisschen auskennt und da auch einfach mit sehr, sehr viel Humor rangeht, der sollte da vielleicht mal zuschlagen. Auch dieses Spiel erscheint für PC und Mac auch schon jetzt Ende Januar, Anfang Februar. Jetzt hast du eben schon angesprochen, Kinder, ab welchem Alter ungefähr wäre das gedacht? Der erste Teil hat ein Rating ab 12 Jahre. Bei dem Titel würde ich auch beinahe sagen, das kann man auf jeden Fall auch schon ein bisschen früher spielen. Es ist natürlich sehr viel schräger Humor dabei, den muss man auch verstehen. Also ich sag mal, wer sich auch schon für die Filme wie beispielsweise eben hier Harry Potter und Konsorten interessiert, also der, das muss man natürlich auch verstehen, die Scherze dann. Insofern sollte man nicht zu jung sein. Das waren jetzt für die jüngeren Menschen. Und für noch jüngere Menschen gibt es denn da auch was? Für noch jüngere Menschen gibt es natürlich auch in diesem Jahr eine ganze Menge neue Sachen. Ich habe jetzt mal ein Spiel rausgesucht. Das ist jetzt exklusiv, kommt von Nintendo für die Wii U. Das nennt sich Captain Toad und ist so ein klassisches Jump-and-Run-Spiel, wo ich halt verschiedene Gegenstände einsammeln muss, Gegnern ausweichen muss, Hindernisse überwinden muss. Und es ist halt wirklich sehr, sehr kindgerecht
aufgemacht und von der Grafik her, auch von der Steuerung her sehr, sehr einfach gemacht und ganz, ganz lustig. Also es ist halt die klassische Story, dass die beiden Hauptprotagonisten halt den ultimativen goldenen Stern finden und dann kommt natürlich der böse Vogel und der entführt nicht nur den Stern, sondern auch die Prinzessin. Ja, und dann muss sich natürlich der wackere Recke auf den Weg machen durch unzählige Level und da dann dementsprechend seine Heldin und den goldenen Stern wieder retten. Und dabei begegnet er ganz, ganz vielen Hindernissen, Rätseln und Gegnern. Und das ist knuffig aufgemacht. Das kommt auch erst auf den Markt oder ist das schon? Das Produkt ist jetzt bereits Anfang Januar erschienen. Mhm. Gut, dass du es erwähnst. Ja, also das ist jetzt schon seit 3 Wochen zu haben. Also da kann ich jetzt wirklich sagen, wer eine Wii U zu Hause stehen hat und einfach was Knuddeliges zum Spielen braucht, der kann dieses Produkt schon erwerben und sollte das gerne auch tun. Mhm. Ja, schöne Sache. Insgesamt werden die Spiele also wertiger. Die Grafik wird mehr aufgewertet und werden sie auch interessanter oder ist das immer das Gleiche? Das ist natürlich eine schwierige Frage. Also klar, technisch geht es immer höher, weiter, schöner. Herausfordernder werden die Spiele natürlich auch, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch unzählige Spiele, auf denen, wie wir eben gehört haben, älteren Rechnern, ob das ein 64 ist, ob das ein Amiga ist oder ob das auch einfach mal ein alter DOS-Rechner ist. Da habe ich damals genauso gekniffelt dran, um diese Spiele zu lösen wie heute. Und da kann man also ruhig sagen, dass die Spiele damals auch schon sehr, sehr anspruchsvoll waren. Diese Spiele sind ja prinzipiell zum Teil jedenfalls 3D-fähig. Muss ich da meine Brille aufsetzen, bei der mir immer schlecht wird, oder kann ich das auch an meinen 3D-Fernseher spielen? Überhaupt nicht. Also eine 3D-Brille braucht man da keineswegs. Also das 3D in Spielen ist nicht gleichzusetzen mit dem 3D, was ich auf meinem Fernseher im Film praktisch habe, weil da wird die Landschaft halt einfach auf andere technische Weise auch generiert. Das heißt also, eine Brille brauche ich nur, wenn ich wirklich einen Titel nehme, der jetzt nicht 3D ist, hingegen aber beispielsweise halt auf Virtual Reality Brillen setzt, wie Oculus Rift, was wir eben schon erwähnt haben. Aber das, sage ich mal, ist dann auch eine ganz andere Stufe von Spielerlebnis. Gut, also mein 3D-Fernsehgerät kann ich dafür auch nicht brauchen. Nicht so wirklich, nein. Ich wollte es ja auch gar nicht haben, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ja, genau. Schöne, neue, bunte Welt. Vielen Dank, Felix, dass du uns so einen kleinen Ausblick gegeben hast, was uns dieses Jahr erwartet. Dann schauen wir mal, was passiert. Gerne. So, damit sind wir heute eigentlich schon wieder am Ende. Ich hoffe, die Zeit ist für Sie genauso schnell vergangen wie für uns hier im Studio. Aber Sie wissen ja, wenn man arbeitet, etwas tut, dann rast die Zeit nur. Und wenn es nicht langweilig war, soll das bei Ihnen ganz genauso sein. Aber Sie können die Sendung ja zweimal ansehen oder in 2 Wochen noch die neue Folge ansehen. Schauen Sie ins Internet bitte auf www.cc2.de, ohne Ziffern, alles Buchstaben, oder die ganzen alten Sendungen, über 640 Files, haben wir mittlerweile ja auch online liegen und bei YouTube unter computerclub2.de auch ausgeschrieben. Das war's. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und sage Ihnen, immer ein Bit übrig gehalten, aber nicht das aus der Brauerei, ja?